Hallo, willkommen bei Tuan's Kitchen. Oh, danke. Ich habe meinem Vater von Ihrem besonderen Fahrgericht erzählt. Oh. Wir nehmen zwei, bitte. Zwei für Duckbeat. Das macht $15. Okay. Oh mein Gott. Etwas Wasser. Oh. Kann ich ihm noch etwas bringen? Ich kann ihm auch etwas Tee machen. Nein, 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 das Wasser reicht. Vielen Dank. Ich schätze es sehr. Um ehrlich zu sein, mein Vater, er ist sehr krank. Ich habe ihn zu mir geholt, damit er Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen kann. Wir wissen nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Schön gut. Wenn es etwas gibt, was ich tun kann, lassen Sie es mich wissen. Bitte setzen Sie sich und ich werde Ihr Essen bringen, wenn es fertig ist. Hi, Merida. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Was möchten Sie heute bestellen? Kann ich bitte ein Banh Mi bekommen? Sicher, das macht $5. Mhm. Mehr habe ich nicht. Schon okay. Behalten Sie es. Meinen Sie das ernst? Mhm. Die zwei Förderbi sind fertig. Okay, Mary, ich komme und hole sie jetzt. Ich bringe ihr Essen, wenn es fertig ist, okay? Oh, Gwenda. Gulam, gib mir Mädchen, gib mir Katniko. Bitte sag mir nicht, dass du noch mehr Essen verschenkst. Mary, bitte nicht. Wir kommen kaum über die Runden. Ich habe ein Jahr Auszeit genommen, um zu helfen, und du gibst Leuten alles umsonst? Was würde dein Vater wollen? Hier, bitteschön. Danke. Guten Appetit. Und hier für Sie. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, das ist schon so viel. Danke, dass Sie mir nichts berechnet haben. Gern geschehen. Gott segne Sie. Sie auch. Das war wirklich nett, was Sie für die Frau getan haben. Ich setze nur das Erbe meines Mannes fort. Es war sein Restaurant. Er sagte immer, die Freundlichkeit, die du in die Welt hinausgibst, findet immer zu dir zurück. Oh, das gefällt mir. Wissen Sie, Ihr Fahr ist das Beste, das ich je hatte. Danke. Ich bin überrascht, dass es keine Schlange vor der Tür gibt. Nun, meine Tochter und ich können gut kochen, aber Marketing liegt uns nicht so. Das war seine Spezialität. No. Nun ja, mein Vater scheint es wirklich zu genießen. Es macht mich so glücklich, ihn lächeln zu sehen. Gut. Entschuldigen Sie mich kurz. Hi, George. Was kann ich heute für Sie tun? Mary, du kannst das Kabel nicht so herumliegen lassen. Ich werde darüber stolpern. Ganz neu merken. Der Laptop bleibt einfach nicht an, es sei denn, er ist angeschlossen. Es tut mir leid. Ich verspreche, ich kaufe dir irgendwann einen neuen. Nicht so wichtig. Er funktioniert gut. Woran arbeitest du? An meinem Aufsatz fürs College. Ich möchte im nächsten Herbst unbedingt auf die NYU. Oder irgendwo in der Nähe. Das ist auch in Ordnung. Wie UCLA oder so. Dann kann ich pendeln. Wo auch immer ich ein Stipendium bekomme. Nein, nein, es ist... NYU ist großartig. Dein Vater wäre so stolz. Er hat immer davon geträumt, nach New York zu fahren und die Freiheitsstatue zu sehen. Lass mich sehen, was du bisher hast. Nein, nein, mein Aufsatz! Normalerweise warten sie 60 Tage, bevor sie es abschalten. Oh, es tut mir so leid, Liebes. Schon gut. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich nicht aufs College gehen sollte. Ich will dich sowieso nicht allein zurücklassen. Ich hole die Kerzen. Wir sollten das Essen zum Kühlschrank im Restaurant bringen, damit es nicht schlecht wird.
เราก็ดูอ่างจงตุวัดเนาะLin, wo ist meine Miete? Samuel, ich habe die Gesamtsumme im Moment nicht, aber wenn Sie... Kein Aber. Kein Wenn und Aber mehr. Ich will das Geld bis zum Ende des Tages oder ich wechsle morgen früh die Schlösser aus. Verstanden? Morgen früh, aber ich brauche nur ein bisschen mehr ich Zeit. Ich möchte keine Jammergeschichten hören. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft, glauben Sie mir, ich habe sie alle gehört. Ihre letzte Warnung. Oh mein Gott, er hat es ruiniert. Tut mir leid, Mom. Aber es wird gut, okay? Hallo? Hi, hier ist Alice. Ich war gestern mit meinem Vater in ihrem Restaurant. Oh ja, ich erinnere mich. Wie geht es ihm? Nun, deshalb rufe ich ehrlich gesagt an. Nicht gut. Ich bin gerade im Krankenhaus bei ihm und der Arzt sagt, er hat nur noch ein paar Stunden zu leben. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Er sagt, er möchte nur noch etwas mehr von diesem besonderen Pfarr. Das ist sein letzter Wunsch. Ich weiß nur nicht, ob ich... Schauen Sie, alles wird gut. Ich kann alles zusammenstellen. Sagen Sie mir einfach, wohin ich es bringen soll. Nun, das ist das Problem. Ich habe ihn gestern nach Hause gebracht, also sind wir in San Diego eine Stunde von Ihnen. Ich weiß, es ist wirklich weit, aber ich bin bereit, Ihnen zu zahlen, was auch immer Sie... Kein Problem. Kein Problem, okay? Kümmern Sie sich einfach um Ihren Vater und ich verspreche Ihnen, einen Weg zu finden, es zu Ihnen zu bringen. Bist du dir sicher, dass dies die beste Verwendung unserer Zeit ist? Er sagt, er sperrt das Restaurant morgen zu. Dann sollten wir den letzten Tag wohl damit verbringen, jemandem zu helfen. Dein Vater hätte das so gewollt. Okay, der Nächste. Hi. Ich habe hier Essen, das ich eiligst in ein Krankenhaus in San Diego liefern muss. Wie viel würde das kosten? Geht nicht. Wir versenden keine verderblichen Lebensmittel. Der Nächste. Warten Sie. Wie soll ich es denn sonst nach San Diego bekommen? Keine Ahnung. Versuchen Sie es mit Uber. Der Nächste. Oh je. $150? Ach. Nun, zumindest hast du es versucht. Wir geben nicht so leicht auf. Wohin gehen wir? Mom, sag jetzt nicht, dass wir den ganzen Weg nach San Diego fahren. Hast du eine Vorstellung, wie viel Benzin das kosten wird? Weniger als $150. Das ist sicher. Ich bin hier, um etwas Essen an Doug Wilkins zu liefern. Lassen Sie mich nachsehen. Zimmer 457. Vielen herzlichen Dank. Haben Sie zufällig eine Mikrowelle, die ich benutzen kann? Danke. Besondere Lieferung für Doug. Oh mein Gott. Ich habe nicht erwartet, dass Sie es selbst liefern. Oh mein Gott! Sie haben keine Ahnung, wie viel uns das bedeutet. Ich meine, ist es okay, wenn ich ein Foto mache? Ja, sicher. Danke. Vielen, vielen Dank. Sie haben keine Ahnung, wie viel das für mich bedeutet. Keine Ahnung. Oh, Moment, hier, es tut mir so leid. Das ist alles Bargeld, das ich habe. Bitte nehmen Sie es einfach. Nein, ich kann Ihr Geld nicht annehmen. Was? Nein, Sie sind extra für mich hergefahren. Bitte nehmen Sie es einfach. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Bitte nehmen Sie es einfach. Ich bestehe darauf.
Sie haben mir Trinkgeld gegeben. Dies ist einfach Ihre Freundlichkeit, die zu Ihnen zurückfindet. Oh. Sie sind ein wahrer Engel. Ich werde nie vergessen, was Sie für meinen Vater getan haben. Oh. Ich werde zu Ihrem Restaurant zurückkehren, sobald ich in der Stadt bin, okay? Was ist los? Nichts. Verbringen Sie einfach Zeit mit Ihrer Familie. Das ist es, worauf es wirklich ankommt. Passen Sie auf sich auf. Die Rezeptionistin bringt auch ein Fall für Sie. Danke. Hey, warum hast du es ihr nicht erzählt? Du weißt schon, dass wir schließen müssen. Sie hat schon genug um die Ohren. Sie muss sich nicht auch noch mit unseren Problemen befassen. Komm schon. Hey, ich muss meine Sachen holen. Sie können uns nicht aussperren. Sie sind raus. Ich kann tun, was ich will. Behalten Sie das Wechselgeld. Danke. Ihr könnt morgen wiederkommen, um eure Sachen zu holen. Großartig. Kannst du einen Topf Wasser aufsetzen? Ja. Ich glaube, sie haben auch das Wasser abgestellt. Hey, es ist okay. Wir werden das durchstehen. Nein, nein. Was für eine Mutter bin ich? Ich kann das Wasser nicht laufen lassen. Ich kann das Licht nicht anlassen. Du solltest dich fürs College bewerben. Stattdessen hilfst du mir hier. Ich habe dich im Stich gelassen. Ich habe auch deinen Dad im Stich gelassen. Das Restaurant ist geschlossen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, da ist sie. Hi Lynn, ich bin Cynthia Perez von Channel 5 News. Das war unglaublich, was Sie für diese Frau getan haben. Den ganzen Weg nach San Diego zu fahren, um diesen Mann sein Essen zu bringen. Woher wissen Sie davon? Oh, haben Sie es nicht gesehen? Dieses Foto von Ihnen ging viral. Es wurde über 25.000 Mal geteilt. Deshalb sind all diese Kunden hier, um Ihr Geschäft zu unterstützen. Also erzählen Sie mir, warum haben Sie sich entschieden, eine Stunde zu fahren, um den letzten Wunsch dieses Mannes zu erfüllen? Meine Mutter hat schon immer daran geglaubt, dass die Freundlichkeit, die man in die Welt steckt, immer einen Weg hat, zu einem zurückzufinden. Das ist etwas, was uns mein Vater beigebracht hat, als er noch lebte. Nun, er hat recht. Denn nachdem dieser Beitrag geteilt wurde, wurde ein GoFundMe gestartet. Es hat bereits über... $117.000? Entschuldigung. Entschuldigen Sie, ich muss da durch. Das ist mein Laden. Was soll das? Sind Sie hier, um Ihre Sachen abzuholen? Eigentlich sind wir hier, um unser Restaurant zurückzunehmen. Wie bitte? Das ist lustig. Also, ich sehe, dass das Geschäft gut läuft. Alles dank des Fotos, das Sie gepostet haben. Vielen Dank. Nun, es hätte kein Foto gegeben, wenn Sie diese gute Tat für meinen Vater nicht getan hätten. Oh. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel das für meine Familie bedeutet hat. Rate mal. Was? Oh mein Gott. NYU hat dich angenommen. Ich bin so stolz auf dich. Ich gehe nicht dorthin, Mom. Was? Stattdessen habe ich beschlossen, zur UCLA zu gehen. So kann ich immer noch bei dir wohnen und im Restaurant aushelfen, wenn ich kann. Oh, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Damit ich nicht mehr über dein Kabel stolpere.
Ich habe auch etwas für dich. Oh. Papa wäre so stolz auf uns. Meinst du nicht?